Unter einem Kusterlisten kann man sich ja nur wenig vorstellen. Macht der Kühe etwa Strähnchen oder was? Kuhfitter Matthias Vohpichler erklärt und zeigt an Kuhmersi, auf was es beim Kühestallen ankommt. Also, versucht wird beim Tier, dass man schaut, dass die Milchbetontheit herausgehoben wird, und dazu werden das Euter wird von dem Tier geschoren, also die langen Haare kommen weg. Dadurch sieht man die Beaderung am Euter besser. Das ist ein Milchzeichen, das, auf das legt der Preisrichter Wert. Man kann die Beaderung am Bauch besser erkennen, wenn die langen Haare weg sind. Und das ist ebenfalls dieses Milchzeichen, das wir dem Preisrichter zeigen möchten. Dann versuchen wir, den Schwanz so fein wie möglich herbeizuscheren, denn Feinheit ist immer ein Milchzeichen bei der Milchkuh. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, den Kopf des Tieres, die Ohren scheren, dass das Tier edel und fein wirkt. Die Ader, die kommt schon viel besser heraus. Nochmal ganz kurz, wie viele Kühe stylt ihr denn so im Jahr? Die Anzahl der Kühe, das richtet sich immer nach den Schauen, die im Land und übers Jahr stattfinden. Je nachdem, wie viele Schauen es sind, also gewisse Schauen passieren jedes Jahr, gewisse Schauen kommen alle 5 Jahre. Die meisten Gemeinden in Vorarlberg machen eine Schau im Herbst, wenn die Tiere von den Almen zurück sind. Da bringt jeder Viehzuchtverein oder mehrere Viehzuchtvereine zusammen, organisieren eine Schau, und da kann jeder Züchter, der im Viehzuchtverein Mitglied ist, kann seine Tiere auftreiben. Also diese Schauen finden jedes Jahr statt, und dann gibt es noch größere Schauen, die alle 5 Jahre stattfinden. Bregenzer Wälder, Oberland, Rheintalschau, das sind so Schauen, die alle 5 Jahre stattfinden. Matthias, seit wann macht ihr denn das und wie seid ihr denn darauf gekommen, dass man die Kühe auch stylen könnte? Also, mein Bruder, der Florian, und ich haben 2000 die Landwirtschaftsschule in Hohenems absolviert und abgeschlossen. Und danach haben wir uns überlegt, dadurch, da wir sehr viehbegeistert sind, wie können wir ein Tier perfekt auf die Schau vorbereiten. Wir haben Kurse besucht in der Schweiz, um die Tiere bestmöglich zu präsentieren und zu stylen. Es gibt dann auch einen anderen Ausdruck, man nennt uns auch Kuhfitter. Einer, der Kühe stylt, wird auch Fitter genannt. Und also ich würde sagen, seit 2001 machen wir das profimäßig. Der Landwirt, der seine Kuh auch so hübsch wie Kuhmersi haben möchte, der meldet sich bei Matthias und Florian Vohpichler in Hittisau.